Heute Nacht bin ich leider ohne Martin und Vicky unterwegs. Diesmal eigentlich fast auf dem schönsten Platz, wie ich finde. Die beiden haben ja ein kleineres Auto und dementsprechend wollen die jetzt bei dem Wetter sich das nicht antun und wollten auch jetzt mit der defekten Bremsscheibe nicht noch extra ins Wipptal reinfahren, sondern fahren morgen dann wieder mit dem geht's. Und jetzt bin ich eben dementsprechend ganz alleine hier. Direkt am Bach, also richtig geil. Besser wird es gerade nicht fokussiert, aber es sieht wirklich toll aus. Ich schwenke mal die Kamera um. Ja, so sieht es hier aus bei mir. Ich meine, klar, die Berge sieht man jetzt gerade nicht, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, wie geil die wohl wären. Es regnet leicht und ich werde mir jetzt mal was zum Essen machen. Ich habe nämlich dummerweise noch nach einem Handyladegerät suchen müssen, weil meins ausgerechnet heute den Geist aufgegeben hat. Geist, nicht den Geist. Naja, aber jetzt gibt's erstmal Essen. Kommt mal mit in die gute Stube. Jetzt kochen wir auf. Und zwar hatte ich Lachs und Gemüse geplant. Mal schauen, ob das so klappt, wie vorgestellt. Und hier nochmal der Ausblick hinter meiner Küche. Wow! Da brutzelt jetzt mein Essen. Ich kann es kaum abwarten. Sehr viel Hunger. Mmh. Guten Morgen! Wow, gebt euch mal diesen Ausblick. Ich bin zwar noch ganz zerknautscht, aber der Ausblick ist wirklich einfach nur Hammer. Schaut mal, wo ich da gestanden bin. Hinten oben liegt Schnee. Hier der Bach ist einfach nur krass schön. Und ja, wow! Gestern war das ja alles wolkenverhangen. Aber jetzt sieht mal, wie paradiesisch das hier wirklich ist. Mega, ich bin total begeistert. Wow. So, jetzt sind wir wieder alle zusammen. Wie angekündigt haben Martin und Vicky jetzt Auto getauscht und jetzt gibt es eine Tour im Wipptal. Richtig. Weiß ich nicht, du bist ja der Geist. Bestimmt, ja. Na, Spaß beiseite. Wir fahren ja die Wipptal in der Brennergegend. Drüber darf man nicht, glaube ich. Doch, drüber darf man schon noch Italien, aber zurück darf man nicht ohne Quarantäne. So ist derzeit der Stand für uns Österreicher. Also werden wir auf der dorigen Seite bleiben. Wir hoffen das Beste. In der Nacht hat es ein wenig gering. Soll ich trotzdem nur herhalten. Auf geht's bis über 2021 sowas, laut der Kasch. Und heute ist es ja recht angekühlt, jetzt hoffen wir, dass es auch oben tragbar ist. Na dann, rauf mit uns. Die Brenner Bundesstraße ist komplett leer. Und hinter Martin und Vicky seht ihr jetzt den Brenner Grenzkamm rausspitzen. Jetzt wird gerade noch ein Foto gemacht. Das hier ist der Bahnhof von Gries am Brenner. Und da sieht man, wie alt der schon sein muss mit den Steinen. Ist ja jetzt eigentlich auch wieder modern, aber halt kaum mehr zu bezahlen. Und da wird jetzt die Fotoausrüstung ausgezahlt. Das Bild gibt es wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Heute ist der Sonntag nach dem verlängerten Wochenende, also nach Christi Himmelfahrt. Und wie ihr seht, ist die Brenner Autobahn absolut leer. Krass, oder? Wahnsinn. Hinten der Tribulaun. Noch relativ viel Schnee drauf. Und ja, brecht euch den Blick ein. Wer weiß, wann wir den wieder so bekommen werden. Gerade eben haben wir eine kleine Reifenunterhaltung. Wir stellen fest, was die Radlreifen mittlerweile alles aushalten.
Da geht's schon wieder ordentlich rauf. Puh. So, wir werden gerade genötigt, uns zu bedanken. Aber ihr seht jetzt auch warum. Schaut mal, wie gut es hier oben schon wieder ausschaut. Und wie offen und ja, einfach schön. Wir fahren ins Zimmer einladen zum Klopfen rum. Wunderbar da. Wir machen hier gerade einen kurzen Ausblickschwenk, weil da sieht man jetzt fast ein bisschen mehr. Da ist unser Gipfel. Hier ist der Martin. Der kriegt gerade Traumzuckerversorgung, weil er sagt, er hat wackelige Knie, der hat keinen Bock mehr auf gut Deutsch. Und da drüben die Bergbahn von Steinach. Tribulaun in den Wolken, aber den habt ihr heute Morgen ja eh schon gesehen, hinter meinem Bus rausschimmern. Und hier unten eben der Brennersee und das Brenner Outlet Center. Dann dahinter Wolfendorn. Hier. Hier. Da sieht er viel weniger markant aus. Und ja, windig ist heute. Ich schaue aus wie nochmal was. Die Sonne kam nämlich vorher gerade raus, hat ordentlich auf die Birne gebrannt, aber es ist leider trotzdem ungemütlich. Berghai. So, jetzt gibt's wieder Gipfeljausen. Bei mir heute Brot und Käse. Und da wird noch gesucht. Nur mehr das. Das wurde schon gerissen, hast du kein Video gemacht. Gell? Nein, da habe ich keins gemacht. Ja. Bei der Wiki gibt es noch was Gutes. Und jetzt können wir noch kurz den Panoramaschwenk vervollständigen, weil bei Bier kommt mehr raus. Also, was haben wir da drüben jetzt? Also, ja, hohe Wand, Kraxentrager, Tratznummer da drin ist, der kann hinten Europahütten, die Tour haben auch schon gemacht. Wolfendorn, Flatspitz, Amthornspitz mit einem alten Skigebiet und der ganze Brenner Grenze kommen. Und da hinten sieht man dann schon bis auf die Nordkette. Aber es ist ganz schön was los hier oben, haben wir gerade schon festgestellt. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, I'm not being apart. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on that shade of doubt hanging around that old. Cause darling, there is nothing right. All you seem to do is lie. Those days are gone. Celebrate.
just a lesson that I've learned. And so it goes, tables turn, and you're on your own. Yeah.
der Wheelie gemacht. Und jetzt sind wir auch wieder auf den Wolfendorn, nur von weiter unten. Jetzt sind wir nämlich wieder neben der Brenner-Autobahn und schauen noch kurz einen Sprung rauf zum Brennersee. Oder? So, jetzt sehen wir über den Brennersee drüber. Der sieht echt richtig idyllisch aus. Hinter meinem Lieblingsberg, der Wolfendorn. Ja, den haben wir jetzt schon 20 Mal erlebt. Ist ja wurscht, das magst du festhalten auf deinem Kamera. Dein Lieblingsberg. Ja, und diese Kunde nicht genommen. Wenn es einmal oben war, Kommentar dazu schreiben, ich war schon oben. Und der, was nicht oben war, der fährst auf. Wir supporten mal wieder den Local Dealer. Diesmal haben wir was Offenes gefunden. Je, wobei der ist eh kalt. Kalter Weg schauen wir es vielleicht auch schon. Weißt du, was mich ärgert? Diese Piep sind nur am Jammer. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich finde es unruhig, dann geht's öfter. Ja, ja, ihr mich auch. Auf jeden Fall haben wir Apfelstrudel und Latte Macchiato.
Nach der Tour brauchst du natürlich auch noch eine Schlussbelohnung. War auf jeden Fall wieder saugeil. Hat sich gelohnt, die Ausfahrt. Leider sind die 4 Tage jetzt vorbei. Aber wir haben jetzt jeden Tag echt was Cooles gehabt. Angefangen hat es in Wipte auf an der Zeit in Wipte. Dazwischen war es auch richtig cool. Leiter schon lernen muss. Wow, wirklich coole Sachen. Und ja, so kann es schon weitergehen. Also, Prost. Wir sind noch verschlossen. Ich bin schon offen. Prost, Alina.